Meine Damen und Herren, liebe Filmfreunde, herzlich willkommen zur lieben alten Flimmerkiste. Wir wollen zum Anfang gleich ein wenig schmunzeln über Karl Valentin und Liesel Karlstadt. Sie spielen ein altes Ehepaar, das ins Theater gehen möchte, aber wie sollen sie es ihrem Sohn mitteilen? Schmunzeln Sie mit. Zwei Portionen. Was machen wir denn mit unserem Sohn, wenn der heimkommt von der Arbeit? Der weiß nicht, was los ist, dass wir ins Theater gegangen sind, das weiß er nicht. Da habe ich schon dran gedacht. Dann müssen wir das Essen warm stellen. Und bevor wir fortgehen, da schreiben wir ihm noch einen Zettel. Schreiben wir ihm einen Zettel? Ja, bleib nur du da. Ist nur du weiter. Dann schreib jetzt ich den Zettel. Ja, schreib ihn du. Ja. Ja, was magst du denn schon wieder? Eine Fliege ist da drin. Das ist ja das drängste Schneegestöber. Also ich schreibe ihm, dass wir nicht daheim sind. Das brauchst du ihm nicht schreiben, dass wir nicht daheim sind. Dass wir vorgegangen sind, das musst du ihm schreiben. Ja, also was soll ich denn dann schreiben? Schreibst. Da schreibst du ganz einfach. Lieber. Ja, ja. Lieber. Ich schreibe lieber. Lieber. No, no. Wie heißt er denn gleich? Sag's. Du wirst doch als Mutter wissen, wie dein Sohn heißt. Ja, ich weiß es schon, aber jetzt momentan. Weil man immer Bubi dazu sagt. Das ist der Fehler. Ja, wie heißt es denn jetzt? Ja, wie heißt denn jetzt hier? Warte, ich frage mal die Nachbarin. Nein, bleib da, bleib. Wir werden doch nur wissen, wie unser eigener Bub heißt. Jesus, Maria und Josef. Josef, Josef heißt er. Jetzt haben wir es ja. Sehr geehrter Herr,
Nein, Jod. Schreib mein lieber Josef. Mein kannst nicht schreiben, weil er mir auch gehört. Also dann schreibe ich unser lieber Josef, damit du beruhigt bist. Sehr geehrter Herr, unser lieber Josef, München Ding. Und ich brauch's alles nicht. Dein Essen steht am Ofen. Mach es dir warm, weil es schon kalt ist. Es ist schon Dezember. Ich mein durchs Essen. So. Und weil wir ins Theater gehen müssen. Müssen tun wir nicht. Wenn wir nicht wollen, müssen wir nicht. Fanny. Ja, sonst dann streich ich durch, dann schreibe ich dürfen. Tun oder dürfen, können, wollen. Können ist gut. Werden. Werde. Das sind wir aber doch sofort, wenn er den Titel lädt. Dann schreibst du gegangen sind. Das ist gut, das ist gut. Schreib, reden gegangen so sind. Sollte. Was sollte? Sollte das Theater auswerden. Hoffentlich. Dann kommen wir vielleicht bestimmt wieder nach Hause. Es grüßen dich. Hochachtungsvoll? Nein. Deine fortgegangenen Eltern. Nebst Mutter. Ach, Marn, du bist doch dabei schon bei den Eltern. Ja, das. Dann weiß er, wer den Zettel geschrieben hat. Ja. Dann mache ich halt da am Punkt, sonst liest es rimpig unser Bubi dann weiter. Ja, jetzt schreibst dann hier Notapene. Auch noch. Schreib. Solltest du aber das Essen lieber kalt mögen? Fragezeichen. Lieber kalt mögen? Fragezeichen. Ja. So brauchst du es nicht warm machen. So brauchst du es nicht warm machen. Nicht unterstreichen. Ja. Nicht warm machen, weil es dir sonst zu heiß wird. Einmal kommt im Jahre dieser sonderbare Tag, den keine Frau sehr gerne mag. Lebe wohl, Malvine, wir fahren raus ins Grüne, Liebling, heut ist Vatertag. Was sind wir Männer doch für ein lustiger Feind? Wir müssen nur mitunter ohne Aufsicht sein. Und wenn die Frauen uns nicht auf die Finger schauen, dann wollen wir auf die Pauke hauen. Was sind wir Männer doch für ein lustiger Feind? Und stellt der Teufel uns mitunter mal ein Bein, dann sind wir gleich zu dollen Sachen auch bereit, wie in der Junggesellenzeit. Hip, hip, hurra, hip, hip, hurra, wir machen Junkus und Alokria, wir amüsieren uns wie ein Kind, weil wir mal frei von Muttern sind. Was sind wir Männer doch für ein lustiger Verein? Drum lasst uns bitte, bitte öfter mal allein. Doch keine Angst, wir kommen nach Hause ja zurück. Und dann ist Muttern, Muttern wieder unser Glück.
Opernball hieß 1939 ein Film mit Paul Hörbiger, Theo Lingen und Martha Harell. Ja, zu der damaligen Zeit ein Auto zu haben, das war schon ein kleines, großes Problem. Sehen Sie, wie das ausgeht. Philipp, rasen Sie doch nicht so! Mit welchem Zug kommen Sie? Mit welchem Zug Sie kommen? Mit dem Express! Haben Herr Hollinger nicht Herrn Dannhauser und die gnädige Frau getroffen? Die Herrschaften sind zur Bahn gefahren, um sie abzuholen. Ach, dann müssen Sie zu spät gekommen sein. Womit sind Sie denn gefahren? Mit dem Fiaker? Nein, mit dem Automobil. Na ja, dann. Keine Ansammlung, bitteschön. Weitergehen, bitte. Nicht stehen bleiben. Nein, nein, an den Zündkerzen liegt bestimmt nichts. So. Ganz bestimmt. Ja, was machen wir denn da? Es hat doch gar keinen Zweck, wenn wir jetzt noch zur Bahn fahren. Ja. Der Zug muss doch schon lange da sein. Ja, dann ist vielleicht am besten, wir nehmen uns ein Fiaker oder Einspänner und fahren wieder nach Hause zurück, nicht? Natürlich. Ja. Und was soll ich so lange machen? Na, den Wagen in Ordnung bringen und sobald wie möglich nachkommen. Komm, Liebling. Verdammter Mistwagen. Mit dir ist aber auch immer was los. (lacht) 1934 wurde der Film gedreht. Mein Herz ruft nach dir. Jan Kipura war in der Hauptrolle, daneben Paul Kemp. Paul Kemp spielt den Theaterdirektor. Und wie sich alles beim Zoll bewegte, der liebe Theaterdirektor war ja in Sorge, dass seine Gemeinde pünktlich und schnell über die Grenze kommt. Sehen Sie es jetzt. Video und wollen mit dem Schiff nach Europa. Wir sind eine internationale reisende Operntruppe und unser nächstes Auftreten ist in Monte Carlo. Mein Name ist Rosé. Rosé, bitte sehr. Ach, verstehen Sie mich doch, Herr Zollminister. Rosé ist mein Name. Und hable tanto y abrame las cajas. Ah, das sowieso. Aber haben Sie denn noch nie etwas von mir gehört? Ach, Sie lesen wohl keine Zeitung und Sie haben nichts von meiner letzten Pleite. Also wie gesagt, Rosé, ich bin der Direktor von der Truppe. Und das hier sind, wo seid ihr denn? Ach, hier, das sind meine Stars. Darf ich mal eben bekannt machen? Meine erste Sängerin, die Prima Donna. Und das hier ist mein lyrischer Bariton. Da, wo ist er denn schon wieder? Oh, entschuldigt. Verzeihung. Ach hier, bitte sehr. Sie müssen doch zuhören, wenn ich etwas sage. Ich rede ja nicht für die Wände, nicht wahr? Hier, Baritona Lyrica. Und das hier, das ist mein... Bass. Okay, weg. Wo ist denn mein Tenor? Gestatten Sie, Linsemann, Bass. Hallo, Mario. Mario, wo bist du? Hier bin ich. Ach du, komm mal her, ich muss dir etwas sagen. Oh, entschuldigen. Ach, das ist aber... Mario, hör mal zu. Komm her, Mario, ich muss dich dem Zollfritzen vorstellen. Aber um Gottes Willen, erkälte dich nicht, mach doch den Kragen zu. Du bist doch mein Kapital. So, komm, hoppla. Oh, Herr Zollrat, darf ich mal eine Sekunde bitten? Das ist mein Tenor, mein Kapital. No hable tanto, y abrame las cajas. Abrame las cajas, das sagt mir schon die ganze Zeit. Was will er denn eigentlich von mir? Er sagt, wir müssen alle Kisten aufmachen. Vielleicht ist er Gold oder Devisen bei uns. Wie Gold, so ein Trottel. Sag ihm, wenn er Gold bei uns findet, gehört die Hälfte ihm. Na, so viel meine ich gar nicht. Na, dann sag ein Viertel. Herr Zollrat, wo ist er denn jetzt? Hören Sie mal. Verstehen Sie mich doch endlich. Wir sind Künstler, wir haben kein Gold. No hable tanto, y abrame las cajas. Das habe ich gerne auch noch am Theaterdirektor totstechen wollen. Sie, hören Sie mal, Sie verstehen wohl kein Wort Deutsch, ne? Nicht eine einzige Silbe, ne? Dann kann ich es Ihnen ja ruhig sagen. Sie sind für mich das größte Ekel, das mir je vorgekommen ist. So, und jetzt können Sie meinetwegen die Kisten aufmachen. Da kommen Sie ein bisschen schneller. Was haben Sie, Amerikaner, Zeit?
mach mal auf. So, hier sind meine Ausstattungen drin. Tosca, Carmen, Turandot. Ja, und das hier ist mein Orchester. 84 Mann. Und ich bin der Dirigent. Passen Sie auf. Staunen Sie nicht. Das neueste Wunder der Technik. Ein Griff genügt und die ganze Sache läuft von selbst. Was? Bei Ihnen gefällt's wohl nicht. Que clase de perlas son estas? Son estas. Ja, das sind Theaterperlen. Perlas de teatro. Es sind Kostüme, Tanz, Flitter, hier Zigeuner, Toreros, Schmuggler. Kinder, kommt, Maxim, gib schnell etwas vor, sonst begreift uns der Kerl im Leben nicht und das Schiff fährt uns vor der Nase weg. Hier, Quartett aus Rigoletto. Los! Stets muss ja solche Sprödigkeit in Wollen und Liebe enden. Dies Händchen, ach wie zart und fein, du willst mich wohl verhöhnen. Nein, nein, du Schmeichler, umarme mich, in Liebestrunken. Du machst mein feines Herrchen dich lustig über mich. Zur Gattin wär ich bleib ich dein zu bleiben. Und ist dir das genug? Geschenklich ist es schön. Bleib ich dein zu bleiben. Geschenklich ist es schön. Kann das nicht sein? Lass mich, meine Carissima, doch zu dir hinein! Na, thank you.
Über Zarre Leander gibt es ja viele kleine Geschichtchen und Anekdoten. Aber schön ist es immer wieder, wenn man von Kollegen hört, wie die Einstellung zu Zarre Leander war. Medieval ist es hier, die ihre Meinung gibt. Also meine erste Erfahrung war, wenn ich mich nicht wirklich irre, war es der Zarre Leander-Film, wo ich nur ein Liedchen sang. Und das hieß, ich bin eine Jungfrau, Schatz, du musst mir glauben, komm ich mit der weiten Trommel auch so heute herum, bumm. Und wenn mich mal sechs Männer rauben, mach ich doch auf meiner großen Trommel weiter, bumm, 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 als Jungfrau, als Jungfrau, als Jungfrau. Das war meine erste Rolle im Film. Und ich glaube, es war ein Zarre Leander-Film. Ich war wirklich enttäuscht von der Zara, aber das ist natürlich meine Dummheit gewesen. Ich war damals 16,5 oder 17 und habe die Zara für arrogant gehalten. Die Zara war überhaupt nicht arrogant, die war vollkommen schüchtern.
vollkommen in sich hinein, nicht etwa nun in sich hinein in ihre Rolle gekrochen, sondern sie war ein ganz verhemmter Mensch, könnte man sagen, nicht? Und wenn man so jung ist wie ich, dann bildet man sich ein, die ist eingebildet. Das ist nicht wahr. Sie war nicht eingebildet, sie war ein wunderbarer Mensch, der verschüchtert war, der also Hemmungen hatte, mit anderen Menschen Kontakt zu haben. Willy Fritsch und Renate Müller spielten 1933 in dem Spielfilm Saison in Kairo. Und die junge Verliebte Renate Müller erwartet von Willy Fritsch einen Heiratsantrag. Wie das aber auch ausgehen kann, sehen Sie es. Wo ist denn die Braut? Ich habe den Bräutigam nicht gesehen. Sie auch noch nicht. In diesem Lande sehen sich die Brautleute zum ersten Mal, wenn sie schon verheiratet sind. Was? Sie kennen sich gar nicht? Die beiden haben sich noch gar nicht gesehen? Sie werden verheiratet, ohne dass man sie fragt, ob sie wollen oder nicht. Gut, Gewohnheit. Ich weiß nicht. Da ist der Bräutigam. Er sieht sehr glücklich aus. Wahrscheinlich bekommt er eine reiche Mitgift. Und Sie? Glauben Sie, dass Sie glücklich sein werden? Ich kann doch ganz zufrieden sein. Er sieht gar nicht so schlecht aus. Ich bin überzeugt, die beiden werden sehr glücklich. Ja, aber eigentlich müsste doch ein Mann um eine Frau kämpfen. Sie erobern. Aber kämpfen, erobern. Das dauert doch viel zu lange. Oder sind Sie vielleicht der Meinung, dass zwei Menschen sich erst eine halbe Ewigkeit kennen müssen, um glücklich zu werden, ja? Ich weiß nicht. Aber ich weiß es, sehen Sie. Und wenn Sie auch meiner Meinung sind, dann... Ich möchte jetzt gehen, die Hochzeit ist vorüber. Nein, 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 die ist noch nicht vorüber. Ich meine die Hochzeit, von der ich sprechen will. Fräulein Stefanie von Weidling. Ich möchte nicht viel Worte machen. Ich habe mir in entscheidenden Fragen niemals Zeit gelassen. Ich bin gewöhnt, mich schnell zu entschließen. Als der Zufall uns heute Morgen zusammenführte, als ich Ihren Herrn Vater sah, da war es mir, als ob, na, eine Bestimmung uns unsere Wege kreuzen ließ. Eine Fügung des Schicksals oder wie man sowas nennt, nicht? Kurz und gut, ich habe mir alles genug überlegt. Sie liefen davon, aber jetzt lasse ich Sie nicht wieder davonlaufen. Die Sache duldet keinen Aufschub. Fräulein Stefanie, jetzt habe ich den Mut, Sie um etwas zu bitten. Darf ich? Ja. Ich bitte Sie um die Hand Ihres Vaters. Um die Hand? Ja. Ich habe bestimmte Gründe, meine Mama zu verheiraten. Und zwar so schnell als möglich. Meine Zeit ist sehr gemessen. Ich muss nächste Woche schon in Kopenhagen sein. Mir wird ein neues Kaufhaus eröffnet. 14 Tage später habe ich Generalversammlung in New York. Über meine Mama brauche ich ja nicht viel zu sagen. Eleanor Blackwell von Blackwells Kaufhäuser. Feuerzeuge, Kaffeetassen, Krawatten, Schuhcreme, Schnürsenkel, sogar ein Band Goethe. Und alles für 25 Pfennig. Übrigens, in neuerer Zeit gebe ich bei Einkäufen über 5 Mark 5% Rabatt. Gut, was? Wie? Ja, großartig. Da wird natürlich Umtausch vollkommen ausgeschlossen. Ich verspreche mir sehr viel von der Ehe zwischen meiner Mama und ihrem Herrn Papa. Fabelhaftes Paar. Er nicht zu jung, nicht zu alt. Erstklassige Familie, na, Sie kennen ihn ja nicht. Sie elegant, reich, sogar sehr reich. Und wenn ich heute Vormittag recht gehört habe, kommt Ihnen das ja nicht ungelegen. Ja, Sie haben recht. Kommt mir sogar sehr gelegen. Er war in den 30er, 40er und 50er Jahren einer der angenehmsten und sympathischsten Schauspieler. Hans Leibelt. Er wurde am 11. März 1895 in Annaberg im Erzgebirge geboren. Er besuchte nach der Versetzung seines Vaters nach Leipzig das dortige Gymnasium.
Später lernte er an der höheren Weberschule, denn er wollte auf Wunsch des Vaters Textilkaufmann werden. Doch schon als 20-Jähriger zog es ihm zum Theater und er nahm Schauspielunterricht. Er hatte Erfolg und spielte von 1905 bis 1919 am Schauspielhaus Leipzig. Unterbrochen wurde diese Zeit durch seinen Kriegseinsatz und Verwundung im Ersten Weltkrieg. Danach hießen seine nächsten Theaterstationen Landestheater Darmstadt und München an den Kammerspielen. Bald spielte er an bedeutenden Bühnen mit großem Erfolg. Und als er endlich nach Berlin kam, an das Renaissance-Theater, wurde auch der Film auf ihn aufmerksam. Stelle ich hiermit zur Diskussion, stelle ich hiermit den Antrag, dass... Guten Tag, Reitzinger. Ehe so eine Rede für eine Gemeinderatssitzung auswendig könnt, werde ich eher ein uneheliches Kind kriegen. Ja, das glaube ich. Ihr Weibersleid seid nur fürs Vergnügen. Vergnügen? Oh, mein Herr Reitzinger. Das wünsche ich Ihnen einmal. Also, stelle ich hiermit den Antrag, Sitzungen, ja. Mein zweiter Bräutigam hat auch immer Sitzungen gehabt. So. Na? Und nach einem Jahr hat er dann das Mädchen heiratet. Es ist immer dasselbe mit dem Zweiten. Lehren wollen's, aber heiraten nicht. Ja, Sixmoni, bei der Liebe ist das Schöne, man kann aufhören, wenn es einen nicht mehr freut. Aber verheiratet, das bleibt. Ich will von keinem Mann mehr was wissen, so oder so. Aber Moni, warum nicht? Wissen Sie, Herr Greitzinger, nach dem dritten Kind wird man vorsichtiger. Ach, Donnerwetter, jetzt habe ich das wieder vergessen, zu dumm. Der Herr Greitzinger sollte aber nicht so leichtsinnig sein mit dem großen Geld. Ist nicht so dumm, der Herr, der Hunderter ist ja falsch, den habe ich in der Stadt gekriegt, habe vergessen, ihn zurückzugeben. Heilige Mutter, ein falscher Hunderter. Na so. Ja, nun, jetzt komm zu dir, ja? So, dass ich an das falsche Geld denke. Ich weiß gar nicht, der Rock. Der sieht halt so komisch aus, das Ding, das passt mir gar nicht. Na, der Rock wäre schon recht. Aber Ihre Figur braucht eine Umänderung. Herr Brutti Tirkenmann sieht aus wie ein alter Mistbauer. Ja, ja, genau so sehen Sie aus. Und das will der Schneider sein, dieser Herr Huckebein, dieser Querkopf. Ein richtiger Pfuscher ist das, ein Nichtskönner. Der Mann, der seinen Mörder sucht und Gassenhauer, waren 1931 erste Tonfilmrollen. Es ging weiter 1932 mit Kaiserwalzer und Liebe auf den ersten Ton und 1933 in Morgenrot neben Adele Sandrock. 1936 ist er neben Hans Albers in dem Erfolgsstreifen Savoy Hotel 217 zu erleben. Sie sind sich doch klar darüber, Herr Wolodkin, dass ich Sie jederzeit in Untersuchungshaft setzen lassen kann. Einen haben Sie doch sowieso schon eingesperrt. Hm? Und diesen Schuhballon, der sitzt doch schon deshalb. Wovon leben Sie jetzt? Wissen Sie doch, wie das ist, Herr Richter. Seit der Affäre wollen die Hotels nichts mehr von mir wissen. Hat sich glücklicherweise so gemacht, dass Paul Pavlovich einen Helfer gebrauchen kann. Wer ist dieser Paul Pavlovich? Den kennt doch jeder in ganz Moskau. Das ist der, mit dem wir, Daya Sergejewna und ich, das kleine Theaterchen gemietet haben. Hier an der Kremlmauer, dicht beim Zahntor. Na, und da machen wir Spezialitäten, Zaubereien, Wahrsagereien und so weiter und so weiter. Und davon leben wir. Die Nelke stört sich. Dann nehme ich sie weg. Oh, was ist Ihnen denn, Herr Richter? Meine Galle, ich habe Gallensteine. Sie sind ja schon ganz gelb. Sehen Sie, dafür müssen Sie Nelkenöl nehmen. Siedend heißes Nelkenöl, dreimal täglich. So ein Löffel voll. Lassen Sie mich in Frieden, das geht Sie nichts an. Entschuldigen Sie, ich hab's so gut gemacht. Gehen Sie auf Ihren Platz zurück. Reden Sie gefälligst bloß, wenn Sie gefragt werden. Sie schwatzen viel zu viel. Sie behaupten, dass Madame Nastassja Daschenko ins Schlafzimmer gegangen ist und die Tür hinter sich versperrt hat. Ja. Warum wohl das? Hm? Sie sagen doch selber, dass Sie keinen Streit mit ihr gehabt haben. Na, antworten Sie! Bei Ihnen muss man sich ja vorsehen. Sie sind ganz gefährlicher. Wenn man sich's versieht, da antwortet man was, was Ihnen in den Kram passt. Neben der Theaterarbeit ging seine Filmarbeit weiter. Bis Kriegsende war er in 88 Filmen zu erleben. Er blieb in Kollegenkreisen immer der vorbildliche Schauspielkamerad. Ich möchte einen Kündigungsbrief diktieren. Sie brauchen mir nichts Schriftliches zu geben, sowieso. Lassen Sie gefälligst diese Witze. Wollen wir uns nicht streiten, Herr Meiner? Das war sehr nett bei Ihnen. Auf Wiedersehen. Ach, da fällt mir übrigens was ein. Könnten Sie mir meine Spesen ersetzen? Was für Spesen? Ich habe da so ein paar kleine Auslagen gehabt. 10 Mark für den Hotelportier, 5 Mark fürs Zimmermädchen und 25 Mark für den Hotelfriseur. Wofür denn?
Ich habe den Dings da, den Maharaja, rasiert. Den Maharaja? Menschenskind, Sie haben mit dem Maharaja von Kebu gesprochen? Ja, ein Stündchen ungefähr. Das, setzen Sie sich wieder. Schreiben Sie sofort einen Artikel. Oder diktieren Sie Freund Beuys, das geht schneller. Ist alles fertig. Na wunderbar, schnell in die Setzerei. Die Bürokratie soll raus, der Maharaja soll rein. Ja? Krüger, das mit dem Rasieren haben Sie groß an. Zigarre, was? Ja, Entschuldigung. Gestatten Sie, kann ich noch eine, was? Zwei. Legen Sie das Gespräch zu mir rüber. Der Stöger vom Abendblatt, der wird zerspringen. Hier, Meinert. Treffen wir uns heute Mittag im Club. Schön. Übrigens, ich höre, dass du das Interview mit dem Maharaja von Kirpur nicht mehr bringen kannst. Der Presseempfang hat noch gar nicht begonnen. Mein lieber Stöger, in einer halben Stunde erscheint meine Mittagspost auf der Straße. Lies sie. Du wirst eine helle Freude haben. Ernestine Anderson, A Lovely Way to Spend an Evening. Ich würde gerne im Rahmen von Jazzradio dem Berliner Fountainhead Tanztheater und seinem Direktor Professor Donald Muldrow Griffith gratulieren. Denn die haben eine ganz besondere Auszeichnung erhalten, und zwar vom Bündnis für Demokratie und Toleranz für den Einsatz von Professor Griffith und seinen Kollegen zur Förderung der hervorragenden Beziehung der Gemeinschaft durch ihr TV-Programm The Collegium. Das Programm wird dreimal die Woche vom Community Channel Alex Berlin ausgestrahlt und darüber hinaus in anderen Städten Deutschlands und in den USA. Gestern wurde die Auszeichnung im Roten Rathaus verliehen. Und ich darf auch nebenbei noch erwähnen, dass Professor Donald Muldrow Griffith ein ziemlich talentierter Jazzsänger ist. Und welch schöneren Weg gibt es, zu Toleranz und Verständnis aufzurufen, als durch die Kunst, durch Musik und durch den Jazz. Also Gratulation. Und hier und jetzt geht's natürlich auch weiter mit Jazz. Soul Talk sind hier mit Loving You. On a clear day, rise and look around you, and you'll see. Sort of reminiscing, if you will, about a woman that I fell in love with a long time ago. Well, this was a very special woman. You know, I thought I was pretty cool too, smooth as it could be. But when I met this woman,
Well, I found out that I wasn't quite as cool as I thought I was. She was beautiful, intelligent, talented. But she was powerful. There was something very strong about this woman. But over a period of time, she decided to show me her vulnerable side, and we came together. And it was wonderful. But of course, there's a sad side to this story, too. And the sad side basically was my fault. I'll tell you about it.